So, ein herzliches Hu zu diesem Video und wir sind wieder voll in Partystimmung, weil ich gerade Goat Simulator gespielt habe. Wahrscheinlich kommt das Video vor dem Goat Simulator rein, also freut euch drauf. Ich habe schon 3 Parts aufgenommen, im jetzigen Stand, und die werden Mittwochs und Freitags kommen, so viel weiß ich schon. Supertux Card und so, da bin ich mir noch nicht sicher. Zum Mond und zurück. Wir müssen Erster werden. Oh, oh, oh. Und es gibt 2 andere. Okay, Erster werden ist nicht so schlimm. Und die Strecke und keine Abkürzung nehmen. Denk dran. Sticker Freak, Mari, Spiegel, Supertux Card. Los geht's. Hier, Dance Leopatra von Samalska. Einfach mal so abhängen, damit wir diese komischen Abkürzungen nicht machen. Ja, Hexli getroffen. Wenn auch nur glücklich. Treffer als Treffer. Da rechts wäre die Abkürzung, aber sie funktioniert ja nicht. Außer die anderen fahren die auch. Oh ne. Oh, Bowlingkugel. Da neben mir, oh. Okay, rollt der bergab. Muss mich jetzt nicht so interessieren. Dann schützen wir uns mal vor Sachen. Aber die sind schon gut, also man kann sich nicht so leicht abhängen. Obwohl es leicht ist, also mal. Mal Schutz. Da, hinter mir. Nicht getroffen, ne? Anscheinend nicht. Ja, dafür bin ich von der Bullenkugel getroffen, aber ich hatte ja Schutz zum Glück. Der Schutz zu meinem eigenen Nutzen. Ja, okay, das hat nicht so Sinn. Egal. Könnte man da runter springen, jetzt mal aus Prinzip. Will ich ausprobieren. Vielleicht trifft er. Aber die sind schon jetzt weit weg, also ich weiß nicht, was die gemacht haben, aber... Die Klatsche brauche ich jetzt echt weniger. Die sind gerade über mir. Ist man die? Oder nicht wirklich. Wenn ich jetzt da rüberfahre, geht es überhaupt? Da runterfliegen einfach. Nee, scheint nicht so. Da runter, nicht irgendwie. Nee, geht echt scheiße. Nee, sonst könnte man hier abkürzen, aber wenn es nicht funkt, dann lassen wir es mal lieber. Und hier könnte man drunter. Naja, es hat keinen Sinn, dann fährt man dahin, wo man gerade eben war. So, wo kann man festhalten da? Oh man, zieht doch nicht so hoch, du. So, das sieht zum ersten Mal aus. Und ist in der zweiten Runde. Kurz vor Ende. Letzte Rennen fürs erste mit Beagle. Nicht Rennen, Event. Ja, okay, das war jetzt auch nicht so der Bringer hier. Der Bowlingkugel geht mal so vorne ins Wasser. Und ihr versteht, Wasser, rechts, Wasser. Ja, egal. So, Runde 3. Ist bald vorbei. Und die sind ja echt dicht auf den Fersen, ne? Ich kann ja mal eine Runde so fahren, wenn ihr Lust habt. Sag ich mal ein bisschen. Nicht ganz einfach. Oh, aber der kommt näher ran. Okay, machen wir mal wieder so. Wieso?
ist jetzt so schnell? Nur weil ich zurückgeschaut habe, steht nicht. Macht ein langsamer vielleicht. Das könnte sein. Nö, nicht wirklich. Weil es ist alles auf einen Haufen. Okay, Hexley ist in mein Kaugummi reingefahren. Ja. Komm hier springen, ne? Aber die Insel geht doch aber, oder? Ja. Yeah. Oh nein, nicht da links, so. Oh. Ja, yeah, nein. Oh, Scheiße. Naja. Eine Abkürzung in dem Sinne eigentlich jetzt weniger. Vorne ist die Linie auch schon. Die Ziellinie. Und diesen Rennen wollen wir natürlich Erster werden, weil wir sind so lange Erster gewesen in der Strecke hier. Wenn wir da jetzt noch verlieren werden, ist sehr schlecht. Hexlade, Zweiter! Und Conky hat mal total verhauen. Und... nee. 7 Points. Danach kommt noch... durch das Tal, wie auch immer das heißt, im grünen Tal, glaube ich. Dann die Kruselvilla, dann das Folge der Spitzenreiter und... also das SDK Enterprise. Und Großstadt vor Ort. Nee. Moderne Großstadt. Oh man. Wie heißt denn das? Hochglanz vor Ort. So genau. Seid ihr uns anschauen. Ich mach kurz eine Pause, also halt einen kurzen Cut. Und dann sehen wir uns im gleichen Video wieder. Machen wir auch gleich weiter hier. Mit grüner Tal. Und die Strecke ist ja meiner Meinung nach ein wenig langweilig. Da sie 3 Runden lang ist und sehr lang. Oh mein Gott, eine Zeitstrafe. Conky, hör auf mich zu rammen, auch wenn ich Zeitstrafe habe. Mein Item. Ach man. Windschatten gibt's hier leider auch nicht, wie in Mario Kart. Meine. Ja. Oh scheiße. Das war jetzt nicht so geil. Wird jetzt eigentlich der letzte getroffen oder verfliegt der Ball irgendwo weg? Alter. Hör auf, Hexley, mich für eine große Fliege zu halten. Und wieso schläft jetzt Conky nicht? Ist das gemein? Ja doch, macht er doch. Man wird sehr viel langsamer, wenn man klein ist. Kann man ja auch wegrammen oder so. Man ist genauso stabil. Ich will dich runterrammen. Aber eher fliege ich runter hier. Oh, er hätte mir jetzt Schutz. Was, ich bin nicht. Doch, okay, doch bin ich, Schatz. Egal. Da kann man abkürzen, da kann man abkürzen. Nein! Dein Ernst. Haha. Ich bin auch vor den gesetzt worden. Oh, nee, ich bin hinter dir noch, Schatz. Mensch. Und ich dachte schon, bringt was. Und zumindest ist die Zeitbombe weg. Und was will der eigentlich mit der ganzen Zeit mit seiner hässlichen Ding? Spitz. Oh, Junge. Beagle hat Angst vor dir langsam. Von dir, Conky, du bist so dumm. Du musst nicht immer so wegschießen. Das ist total asozial, weißt du. Und jetzt hole ich mir dieses große Fass hier. Du hol dann alle. Ja, okay, Conky ist schon sehr diszipliniert. Ich muss doch. Oh, knappe Sache. Oh. Da hinten geht voll die Party ab irgendwie.
zumindest sind sie ein bisschen weiter weg. Ich finde einfach, dass die Strecke zwei Runden verdient und nicht drei. Ich meine, es ist schön alles anzuschauen, aber irgendwie ist es schon sehr lang. Oh man. Wie scheuert ist das? Ja, das auch, oh man. Letzte Runde. Ach, es geht doch nur zwei. Ah, geil. Hier geht auch zu drei. Ja, dann ist alles supi. Welche Rang und Runde verwechselt. Ja, dann ist alles gut. Weil eine Runde eine Strecke ist einfach auch dumm. So, wird schon treffen. Oder eher doch nicht, naja. Das ist ein geiler Jump. Yeah. Naja, so geil war der jetzt nicht, aber ein Jump. Kommt doch einfach. Und jetzt, im letzten Moment, so. Trifft überhaupt eine? So. An dem Baum, an dem Stein. Ach man. Wieso werde ich so nach unten gezogen? Ja, geil. Dann setzen wir uns mal back unser Netz da. Ja, komm, gib Gummi. Was hat er für ein Item? Ich will jetzt nicht an ihm vorbeifahren, weil wenn er so ein Knödel, so ein Muffin hat. Meiner, danke. Aha. Ja, wirf ihn halt planlos nach vorne. Können eigentlich die Gegner, also die nicht, also die Computer gesteuerten, können die eigentlich nach hinten feuern? Ich weiß das gar nicht. Weil die tun es nie. Wir sind so dumm oder sie sind dumm und machen es nicht. Also entweder sie sind dumm oder sie sind dumm. Logisch. Egal. Ah. Dieser Hund, wo hat diese Muskeln her? Oh mein Gott. Es gibt schon Fitnessstudien für Hunden. Mit Hanteln, Handtüchern. Und, naja, so ins Detail wollen wir gar nicht gehen. Was macht dieses Teil da links? Ich verstehe das nicht. Das könnte eine gute und gerne eine Abkürzung sein. Nein, ich bin auch irgendwie ein Lappen. So ganz blöd. Jetzt gibt's doch Gas. Oh mein Gott, das sind die anderen hin. Ja, okay, die sind langsam. Zu den Schafen. Ja, durch die Schafe durch. Ja. Noch ein Sieg. Was jetzt auch nicht allzu schwer war. Und jetzt machen wir gleich weiter dann mit der Kruselvilla. So, dann gehen wir gleich zu der nächsten Strecke weiter. Die Kruselvilla. So, let's go, let's win. Und let's punch them. So, das war's mir jetzt wert, stehen zu bleiben. Wow. Wahaha. So. Ja,
so eine Abkürzung sind nicht wirklich, aber halt so. Einfach so. Ein schnellerer Weg, kann man sagen. Du kriegst immer noch auf den Fersen, aber nicht mehr so dicht wie am Anfang so. Was ist denn das für ein Feuer? Lagerfeuer. Das Feuer vom Lagerfeuer Lied. Wow, hoho. Das war krank, war das gerade eben. So, mal alles hier einsammeln. Müssen wir zwar nicht machen, wir aber. Und nicht da runterfallen. Mann. Jemand hat eine Zeitbombe. Und jetzt kann er hochgehen. Ja, genau. Wenn man eine Zeitbombe hat und dann nochmal in Banane fährt, dann geht man hoch. Zum Thema hochgehen kann ich noch einen lustigen Witz erzählen. Bei der Scheiße. Wo geht's hier hin? Oh man. Ihr wollt den Witz hören? Okay. Treffen sich zwei Creeper im Keller. Sagt der eine. Mir ist langweilig. Lass uns hochgehen. Oh. Scheiße. Hol dir das Bällchen. In der nächsten Runde achte ich mal auf das. Alter, was ist das hier? In der nächsten Runde achte ich mal auf diese Pfütze da, die man nicht sehen kann irgendwie. So. Einfach mal ausradiert hier erstmal. Der Schutz auch. Nein. So, zurückgesetzt. Ja, gut. Alter, ey, hör mal auf hier. Oh Mann. So, jetzt ernsthaft. Weder ist irgendwie so ein Muffin oder so. Bin ich nie drauf. Wenn jetzt erst nach dieser Ding an. Und hier ist eine Pfütze. Ja, kann man minimal erkennen, aber ich... Scheiße. Ja, okay, das ist aber auch nur mein Schicksal. Dass ich so knapp dann weiter bin. Naja. Was soll's? Also wie wir Hexley auffahren, ist lustig. Und was die hier veranstalten, Alter, was machen die denn da? So, Conky ist am Boden zerstört, weil er jetzt ganz letzter ist, mit viel Abstand. Doch jetzt kommt nochmal, ist jetzt Folge im Spitzenreiter? Oder nochmal alles drin? Ich glaube Spitzenreiter. Nee, bin ich der Spitzenreiter? Nee, ganz normal dran. Drei Runden, die Strecke sind noch nicht gefahren und... Xeon von http://opengameart.org from Bad. Und wir haben Hexley getroffen, das ist sehr gut. Das ist uns im Moment der größte Konkurrent. Sieht sehr geil aus. Die Musik auch. Oder geht's runter? Da sind wir die ganzen Bowlingkugeln. So, jetzt gibt es mehrere Wege gleich. Ich würde sagen, wir fahren mal jetzt links, rechts. Wo ist denn das jetzt?
Okay, entweder vor oder hinter dem Feld. Fahren wir einfach mal hinter dem Feld. Oh. Kann man da noch rechts fahren? Okay, das heißt aber eher wenigstens. So, ist da lang. Ups. Jetzt kommt dieser Monstersprung. Oh, oh, oh. Ja. Noch ganz schnell die Kurve gekriegt. Und das Item haben wir. Ja. Hinter mir ist wieder Hexley. Mit der Zeitbombe, wie ihr links oben sehen könnt, unter seinem Logo. Jetzt gleich Runde 2. Naja, die Strecke an sich ganz cool gemacht. Aber zwei Runden, naja, okay doch. Zwei Runden hätten euch auch ausgereicht. Mal links fahren. Ist schneller oder so. Ein Anker. Oh man. Alter. Was? Ich hab nicht die Zeitbombe. Komm, Schutz oder so. Bowling. Kann ich mir selber drauf pfeffern. Oh man, treffe ich nicht meine eigene Bowling. Ja gut. Gut, dann ist die Zeitbombe weg. Kommen wir jetzt mal hier durch. Wow, hier gibt es auch viel. Und dann in der Mitte ist jetzt ein großer, oder wie? Ah. Mal. Oh, Mann. So. So langsam. Bisschen tief abspringen. Boah. Aber in der Folge dem Spitzenreiter-Video, da ist voll komisch gewesen irgendwie. Wow. Wow. In welche Richtung? Dahin, ja. Ist voll komisch gewesen, da ist der eine wie zurückgesetzt worden ohne Grund. So, Item und zwei Nitro-Boxen, ja genau. Jetzt wird eine Banane zu einer Box. Ja. Und jetzt die letzte Runde beginnt. Geronimo. Geronimo. Okay. Ich fahre nochmal links lang. Echt dagegen fahre. Hier passiert nichts. Da links kommen wir auch nicht rein. Alter, das sind Sterne und so, geil. Das ist ein Raumschiff. Sehr geil. So. Da links ist jetzt rein. Okay. Da rechts fahren geht's auch nicht. Dann fahren wir jetzt einfach rechts. Da links waren wir krass. Letztes Mal. So, jetzt Nitro, jetzt sind wir schneller als der Wind.
Aber es ist echt schneller als gewinnt. Schaut mal, wie weit wir vorne sind. So, und jetzt mit einem Nitro geradeaus ins Ziel. Ja, und gewonnen. Und Conky, der wird jetzt wahrscheinlich verlieren. Also ich glaube nicht, dass er noch eine Chance hat, aber ja. Wir könnten mal schauen. Ein Rennen noch, Großstadt. Na, ich dachte, das war falsch. Hochland fort. Und die letzte Strecke, wie ich schon gesagt habe, dem ja, Hochglanzfahrt, ja, so heißt es. Da gibt's eine Abkürzung. Eine gute. Und in die andere Richtung gibt's einen lustigen Bug, den kann ich euch auch mal zeigen. Weil alle bei der Abkürzung bleiben die hängen und können dann nicht mehr weiterfahren. So, da rechts gibt's, glaube ich, nirgendwo hin. Hier hoch, wenn eine blöde Frage, wie kommt man in die Häuser? Ich meine, hier sind so Parkplätze und der eine Baum hier macht auch voll aus. Und jetzt kommt die Abkürzung. Schaut genau zu. So. Hier runter, am besten gleich hier runter, obwohl in auf das Haus. Wow, ja, wir sind die Haus-Champers. Wow, sehr knapp. Dafür erstmal einen ordentlichen Vorsprung. Ja, ich bin noch drüber, oh man. Kommt die wieder auf mich zu? Ne, hört sich so an. Ach, nur zwei Runden. Wieso ist das zwei Runden? Die Strecke ist so kurz. Zwei Runden, aber die andere. Ach, wahrscheinlich, weil es Folge Spitzenreiter war. Und deswegen war die gerade eben drei Runden. So, jetzt alle drei auf die. Ich würde sagen, fahre nochmal die normale Strecke, also ohne Abkürzung. Ich hoffe, dass die anderen nicht die Abkürzung nehmen. Oh, ah, nein, 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 stopp! Oh, Mann. Ja, in der Bombe. Alter, dein Ernst. Ich hoffe, er fährt nicht die Abkürzung. Weil dann ist es doof. Ne, er fährt nicht die Abkürzung. Jetzt hier, hinter. Alter, ich werde gleich hochgehen. Deswegen muss ich jetzt den nehmen. Oh, scheiße. Hä? Ah, geil! Eine Patsche macht es auch weg. Boah, wieso bist du so schnell, Junge? Conky? Oh, ich dein Ernst hier, oder? Jetzt auf einmal abgeht wie ein Schnitzel. Ich bin da nicht reingefahren. Hä? Ach, das ist knapp hinter mir, okay. So, tja, Conky hat wohl doch nicht gereicht. Ja, sieht dann aus. 32 zu 17 zu 11. Und das war's hier von dem Grand Prix. Und wir haben den Grand Prix beendet. Herausforderung gemeistert. Das ist Darat.
da 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 da. So, gemeistert. Hexley und Konki, naja, mittelmäßig gut, aber Beagle war natürlich der King von allen. Herausforderungen gemeistert. Und einen Pokal. Und dieser ist 8 Punkte wert. Und lade. Mhm. Und so. Nun haben wir 2 Strecken vor uns. Diese besuchen wir gleich mal und schauen, welche zuerst kommt. Da. Ich fange einfach mal mit der Strecke da hinten an. Würde ich mal sagen, dass wir mit der anfangen. Einfach weil das weiter weg vom Tor ist. Vom Endgegner. Oh Mann, ich war doch nicht im Wasser. So, dann kommt das als nächstes. Die Strecke. Leuchtturm, glaube ich, oder? Um den Leuchtturm, genau. Vielleicht danke fürs Anschauen. Tschüss. Wir sehen uns bald wieder bei Goat Simulator oder hier. Tschüss, euer Zickerfuchs.